Leute, was geht ab? Ihr wisst, dass es ein krasses Video wird, wenn der Corbinian Engstlein einen Fullface-Helm auf hat und einen Rückenprotektor, Brustprotektor. Willkommen zurück beim neuen Video. Wir sind an der Olm Volley Line in Sölden. Die krasseste Line, glaube ich, in letzter Zeit, wo mal gebaut worden ist in Österreich. Life Danger, Expert Bikes Only. Ich bin immer wieder aufs Neue nervös und ich wollte euch einfach mal zeigen, hey, was geht ab? Leute, was geht ab? Ich finde, es hat schon ziemlich so einen Race-Charakter. Hier ist so ein Starthäuschen mit so einem Knopf. Ein Buzzer, mit einem Buzzer. Bro, komm mal rein. Die Olm Volley Line ist exklusiv Profis und sehr geübten Fahrern vorbehalten. Vor der Befahrung ist eine Besichtigung der Strecke ist Pflicht. Haben wir gemacht. Auf der Strecke ist mit Weidetieren zu rechnen. Da müsst ihr halt einfach abziehen. Stell vor. Mit diesem Knopfdruck bestätige ich, dass ich die Warnhinweise gelesen habe und mir der Gefahr auf dieser Strecke bewusst bin. Stell vor. Let's go! Bro, Alter, ich bin schon ein bisschen nervös. Gibt's hier auch einen Stempel, Alter? Leute, keine Sorge, ist vom österreichischen TÜV geprüft, das Ding hier, die Strecke. Ich drück dich die Däume. Leute, seid ihr bereit? Ich bin bereit. Gute Zeit. Leute, wir sind am ersten Feature angekommen. Es windet gottlos. Ich habe ein bisschen Schiss, wenn man da langsam in der Luft ist. Und das Gap ist ziemlich groß. Und das ist das erste Gap hier. Und wenn ihr das schon nicht schafft, dann dreht einfach um, lauft da hoch, fahrt die Straße runter. Weil das ist echt heavy. Wenn ihr da zu kurz kommt, dann scheppert es schon ordentlich. Außerdem tut es ziemlich weh auf den Handgelenken. Auf Handgelenk tut weh. Bruder, das Ding ist, Casen ist keine Option. Dann zu kurz springen, also dagegen, tut auch ziemlich weh, habe ich auch schon oft gesehen. Tut ein bisschen weh, mache lieber nicht wieder. Shortcutten geht auch nicht, das tut auch sehr weh, mache lieber nicht mehr. Fahrt ist nicht wirklich mega geil. Das ist mein gehasstestes Feature hier auf der Olm Volley. Mir taugt es, wenn man perfekt da oben reinkommt, dann ist geil. Oh. Let him cook, Bro. Aber ein bisschen zu kurz, gell? Ich mach nochmal. Boah, hier ist alles voller Scheiße, wirklich. Wo bist du gelaufen, Leon? Bruder, wie ein Löwe. Wie eine kleine Gams bist du dadurch. Fix du den Post, Bro. Es wird nicht einfacher. Da kommt man oben mit Vollspeed rein, sind so zwei kleine Drop-Gaps. Und hier kommt ein Steinfeld. Also ich finde es geil. Man kommt ein bisschen hackelig rein, also ich komme hier nie ultra schön rein. Meiner Meinung nach gibt es hier nur eine Line und das ist die, Leon, zeig mal, ganz rechts die Line runter. Einfach hier, das ist, ich sage jetzt nicht, das ist ein Chicken Way, aber ist auf jeden Fall die angenehmste Line. Weil das links habe ich noch nicht ganz verstanden, da würde ich, glaube einfach so einen Highsider machen, also ich mal. Außer man macht, keine Ahnung, jeden Tag 100 Liegestützen, das ist kein Problem. Aber mit den Lauchärmchen, Leute, da bräuchte man MT Bros, Alter. Maxi Vilo, das ist ein richtiges Viech, Alter. Ich mal gesehen mit Marc Diekmann. Grüße gehen raus. Fahren wir das Ding hier einfach mal. Ich komme wahrscheinlich nicht ultra schnell rein, aber wir sind ja auch nur da, um euch das zu zeigen. Boah. Alter. Er kriegt echt ein Kind. Ist wahrscheinlich wieder zu viel Gelaber, aber ich muss ehrlich sagen, wir blenden jetzt ein Video ein. Die haben damals alles ein bisschen entschärft. Es war sogar vor Eröffnung, bin ich das hier gefahren und die Gaps waren, ich sag, viermal, dreimal so groß. Berm hier ist geil. Boah. Boah. Das lass mal aus, Bruder. Hier ist voll matschig, Alter. Kommst du? Was geht ab? Wir sind am nächsten Feature angekommen. Das ist eine fette Hip und wir springen die heute nicht, weil hier windet es ziemlich und ich habe keinen Bock, mich zu zerlegen. Weil die ist echt schwierig. Also da muss ich von Herzen sagen, schaut euch das wirklich genau an. Ich zeige euch mal ein Video, da bin ich gesprungen, dass ihr auch mir glaubt. Beweis. Komplette Beweis. Krank, oder? Vertraut mir, Leute, ihr müsst wirklich nicht schnell sein für den Sprung. Die Anfahrt einfach rollen lassen und dann, ich bremse sogar noch ein bisschen, damit ich nicht zu schnell bin, weil, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, Alter. Das ist wie eine Kurve in der Luft. Ich finde das super schwierig auch zu erklären. Ist wie eine Hip, aber springst du weit nach unten. Und da ist halt oft die Gefahr, dass du zu grad springst oder zu arg Nosedive oder was auch immer. Fahrt nicht so schnell, lieber abziehen, fetter Tabletop und dann kann da nichts passieren, Leute. Also ihr könnt auch zu kurz kommen, aber ist halt nicht so geil, weil schon ein bisschen eine Kante drin ist. Und weil ich auch noch sagen wollte, die Line hat ja sehr viel Diskussionsbedarf
ausgelöst. Dass sie zu krass ist für Sölden, dass sie keine Ahnung, was da immer ist. Schaut euch das Ding einfach an, das ist echt eine coole Line. Man kann sie Step by Step fahren, man kann sich easy rantasten. Natürlich ist ein absolut krasser Kontrast zu den blauen Lines normalerweise von Sölden, aber es kommt bestimmt auch in den nächsten Jahren eine Line, wo zwischen blau und dieser ist. Die Line fährt sich am besten, die olmvolle Line, wenn ihr sie dann irgendwann mal top to bottom durchfahrt. Das Gefühl ist komplett surreal, wenn ihr unten ankommt. Wirklich, fahren wir weiter. Kennst du den Ding, den Zauberer, wo man rumläuft so? Ich zeig's dir, so läuft der rum, Alter. 11,7 Millionen Likes. Der Part ist so dope, wirklich. Leon, richtiger Macher, Alter. Straight einfach überall runter. Ich feiere die olmvolle Line schon. Ist ja einfach ein cooler Mix aus Jumps und dann wieder so Techie-Zeug. Und wie geil sind die Berms? Ich habe hier mal ein massives Gap gemacht. Wirklich once in a lifetime. Ich bin hier rausgesprungen und da hinten relativ weit in die Kurve rein. Also wie so ein Shortcut. Und wie viel Meter hat das? Ich hätte 7 bis 8 gesagt. Da blenden wir euch ein, das Video. War echt geil. Ich muss ehrlich sagen, umso öfter man das Ding fährt, umso geiler wird's. Fahrst das Ding noch 5, 6 Mal, gerade jetzt so ein Wochenende hintereinander einfach, dann bist du eine richtige Maschine. Und das habe ich eigentlich vor, ich will echt das bisschen am Wochenende fahren. Ich will Bestzeit aufstellen. Ich fahre jetzt nur noch Rennen, Leute. Ich bin Deutsche, Jasper, ja auch. Jasper fährt auch keine Rennen. Super. Hey, schaut euch das Zeug bitte davor an. Da sind gerade so 2 Rider runtergefahren. Boah, das war kurz vor knapp, dass die sich zerlegt haben, weil sie halt irgendwie das Gap nicht gesehen haben. Und mit Halbschallenhelm. Das geht halt absolut gar nicht. Die Videos, wo wir einblenden, habe ich auch mit Fullfacehelm gefahren. Bruder, heute, ich bin gut drauf. Ich bin einfach gut drauf, Alter. Ich bin glücklich. Endlich wieder filmen und wir filmen sogar mit Leons alter Kamera vom ersten Vlog, weil Leon wurde gefeuert. Warum ist, hast du eigentlich die dabei? Ja, ah, perfekt. Ja klar, für mich reicht es, gell? Hauptsache, du bist hinter der Kamera. Oh. Schiffer. Komm zu mir, Bruder. Leon, das ist die einzige Brille, wo zu dem Ding passt, zu dem Helm wegen Gelb. Können wir leider nicht verlosen. Nächster Part. Guys, hier haben wir mal einen richtig geilen Shot gemacht. Macht sehr viel Spaß. Das ist so ein Sprung in eine Berm. Und hier hat vor einem Jahr ein Kollege sein Schlüsselbein gebrochen, weil er gedacht hat, er muss hier komplett pedalieren, abziehen. Das Video blenden wir euch auch ein. Scheiß auf Memes, wir nehmen unsere eigenen Memes, Alter. Ich mache heute die Easy-Variante, anrollen, eigentlich hier irgendwie abspringen, schaut euch auch davor an. Das Problem ist halt, hier ist alles relativ blind und ihr müsst nicht so schnell sein, wie ihr eigentlich denkt. Ob es sich wirklich so schnell anfühlt, wie man ist. Hä? Ist das verständnisvoll? Doch, es sieht schneller aus, als es ist. Nee. Genau, dann fahre ich das jetzt mal. Heute wieder Schlüsselbein brechen, gar keinen Bock. Hannes, Grüße gehen raus. Aber ich habe ja meinen Evoque. Torser heißt der irgendwie. Ich finde den echt geil. Ich finde, der sieht auch stylisch aus. Bist bereit? Lift your eyebrows, smile, stop smiling, that's your model face. And girls and divers. Wir sind hier am nächsten Feature. Ich finde das wirklich eins der schwierigsten Feature. Das denkt ihr jetzt nicht, aber Sweet Spot 2,5 Meter. Ich habe wirklich keinen Plan, wie hoch irgendwas ist. 2,5 Meter. Es ist einfach hoch. Die Anfahrt ist crazy, weil ihr müsst hier oben erstmal in die Kurve reinspringen und dann habt ihr wirklich das hier als gerade Anfahrt. Mehr geht nicht. Und da müsst ihr langsam rauspullen. Das ist eigentlich schon krass. Wem mir das überlegt, das ist eigentlich schon crazy. Findest du? Das ist schon krass eigentlich an sich, dass man sowas macht. Ich mache das ja hauptberuflich. Sowas müsst ihr mal der Unfallversicherung erklären, warum ihr sowas macht, Alter. Das ist, kannst du dir keinem erzählen. Sieht eigentlich doof aus ohne Brille. Aber ich habe das Gefühl, da kann ich besser mit euch reden, kommunizieren, nahbarer. Jetzt ist gerade überhaupt nicht scharf, das Bild. Geschock, Alter. Shred mal, bevor es uns shreddet. Highline. Und okay, Highline und
Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich hab gar nichts gemacht, Bruder. Leute, nächstes Feature. Wir messen das mal ganz kurz ab. Ich habe sehr gut geeichte Schritte, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eventuell. Je nachdem, wo er landet, aber ich denke da ungefähr. Auch immer wieder sehr spannend. Ungefähr 11 bis 12 Meter. Machen wir 15 Grad. Runden wir auf. Super angenehmer Sprung. Wenn ihr euch dazu committet, ihr müsst wieder nicht ultra schnell sein. Ihr habt es ja gesehen. Ich bin oben die Sprünge umfahren und habe nicht getretet. Nur da unten in der Kurve aufpassen, weil da könntest du schnell mal einen Highsider machen. Weil, Alter, Bruder, das sind wirklich Gehkräfte. Was war das hier? Fernab der Realität. Oder was? Gar nichts, Bruder. Ich mache keine Platz mehr. Party People, das war's mit dem Video mit der eurem volle Line. Hey, richtig krasse Line, aber mir macht sehr viel Spaß. Fahrt nach Sölden, checkt die Line aus. Ihr könnt auch nebendran runterlaufen, da ist so ein Spectator's Way. Sehr geile Line, mir macht sehr viel Spaß hier. Echt eine geile Line und mir macht echt Spaß hier. Scheiß dir vor. Nee, all in all, coole Line. Schreibt's mal in die Kommentare, welchen Bikepark, welche Strecke wir unbedingt abchecken sollen. Vielleicht checken wir es dann ab. Ich weiß, unser Vlog-Game, wenn was kommt, ist krass. Und wenn nichts kommt, ist auch krass. Unser Ding liegt nicht in der Quantität, sondern in der Qualität. Wir filmen sogar mit Leons alter Kamera. Ihr seid alle Macher, die, wo das Video bis jetzt geschaut haben. Letzte Part war geil. Leon blendet euch jetzt ein Video ein. Hab ein bisschen falsch gefilmt. Whatever, da unten wird der 9-Kurs gebaut, das wird auch krank. Beyond Festival in Sölden am 13. September, an dem Wochenende, da war ihr Geburtstag, vielleicht sieht man sich da. Ich hoffe, euch hat's getaugt. Kuss geht raus, danke an Leon hinter der Kamera. Absoluter Macher. Alter, krank. Leute, haut rein, peace out. Ciao, East Coast, West Coast. Jetzt shredden wir, Alter. Jetzt ist Freizeit, Alter. Credit!